Was ist der Management Regelkreis? Nun, mal schauen, dass ich wirklich einen Kreis hinkriege. Der Management-Regelkreis ist eine bestimmte Abfolge und das bildet insgesamt einen Kreis. So, jetzt verstehen Sie erstmal gar nichts, jetzt muss ich Ihnen das aufmalen. Am Anfang steht die Analyse. Die Analyse ist vor allem die Ist-Situation, wo stehe ich? Dann kommt die Zielsetzung, wo will ich hin? Dann kommt die Planung. Ja, welche Alternativen bieten sich und bilden sich heraus, um das Ziel zu erreichen? Dann kommt die Entscheidung. Das Ganze sollte man sich bitte wie einen Kreis vorstellen. Das kriege ich jetzt sicher nicht so ganz sauber hin, aber mit ein bisschen Fantasie kann man hier einen Kreis erkennen. Naja, geht. Ja, also erster Punkt Analyse. Wo stehe ich? Dann Zielsetzung, was will ich? Ja, Schlüsselbegriff sind die W-Fragen hier wieder. W, wo stehe ich, was will ich? Dann Planung, welche, wieder W, ne? Welche Alternativen? Ich habe ein Ziel, gibt es verschiedene Wege zum Ziel, welche Alternativen bieten sich? Dann die Entscheidung, welche Alternative ist die beste? Fragezeichen, wieder W. Die Umsetzung. Umsetzung sind mehrere Ws. Wer macht was bis wann? Wer macht was bis wann? Aber wieder W-Fragen. Ja, hier geht es entsprechend weiter. Dann die Kontrolle. Ja, wobei ich hier einschränken muss, das sieht so aus wie Kontrolle am Ende. Heute haben wir ein permanentes begleitendes Controlling hier. Ja, zumindest in guten Unternehmen. Kontrolle. Wie sieht das Ergebnis aus? Wieder W-Frage. Und dann daraus abgeleitet wieder eine Analyse, wo stehen wir jetzt? Und dann geht es wieder weiter. Neue Zielsetzung, was will ich? Neue Planung, welche Alternativen? Entscheidung, welche Alternative ist die beste? Umsetzung, wer macht was bis wann? Kontrolle, wie sieht das Ergebnis aus? Das ist der berühmte Management-Regelkreis. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.